Ich würde sagen, und willkommen zu einer Folge Tourist Bus Simulation mit mir, dem Marc. Nachdem wir letzte Folge am Montag diesen Shuttle da gefahren haben, der leider nicht ging, weil die Leute wieder nicht ausgestiegen sind dort oben, weil dort kein Haltepunkt markiert ist, oder, fahre ich nun heute wieder Linie ganz regulär, 5,5 Stunden Fahrzeit mit dem Dreier, den wir auch gestern schon hatten, Montag hatten. Wir müssen jetzt zum Airport Leute einladen. Und dann fahren wir eine ganz schön große Tour. Ich habe gedacht, komm, eine Stunde haben wir Zeit. Das könnte funktionieren. Muss aber nicht. So, wir sind dann jetzt mal unterwegs. Ich hoffe jetzt mal nicht auf Sound oder sonstigen Kackfehler. Das geht mir langsam echt am Arsch bei Tours Bus. Das nervt doch irgendwann. Naja. Was willst du machen? Ja, Mittwoch. Woche schon wieder rum, so gut wie. Bergfest. Das Bier aus dem Kühlschrank. Es ist bergfest. Könnte eigentlich noch ein bisschen Mucke vertragen, glaube ich. Wartet mal ganz kurz. Vinios. Hintergrundmusik. NCS. Lassen wir das einfach mal ein bisschen mit. Na? Groß. Lass das jetzt die erste Folge einfach mal mitlaufen und guck, wie es später so im Video denn ist, ob das soundtechnisch passt oder nicht. Ich kann zumindest weiterschalten am eine Tastatur. Immer ganz gut, wenn man das schon mal kann. Ist das nicht ganz so trocken, auch wenn ich dann mal ein paar Minuten nicht sage. Mal kurz ein Schlückchen trinken, ey. So, wir müssen jetzt hier rein. Viele sind es ja gar nicht. Treten Sie ein. Schlüsselchen habe ich noch drin gelassen in der Flasche. Hätte ich einfach mal mittrinken können. Leck mich, Flasche, jetzt bleibst du liegen. Noch einmal wenden. Turn around. Geht's. Wie war denn so eure Woche? Könnt ihr mal drunter schreiben. Jetzt ist ja so langsam wieder etwas Ruhe eingekehrt. Der neue Upload-Plan schleicht sich ja so langsam ganz gemütlich ein mit den neuen Projekten. Hoffentlich passt doch alles.
Echt, der Flasher ist das ja auch ne. Scheiße, bin ich verkehrt gefahren. Oh, bin ich. Läuft. Naja. Kann auch mir mal passieren. Ist doch kein Weltuntergang. Meine Kacke. Vielleicht das. Bin verkehrt gefahren, Entschuldigung. Da bin ich. So, alle drin. Trinke ich noch einen Schluck. Hier ohne rumkommen, ohne Autos. Top. Na, aus. Ich kann euch jetzt mal einen ganz kurzen Abkürztrick zeigen. Upsala. Meine Kacke. Also am Anfang des PKWs hätte nicht sein müssen, aber man, also da kann man relativ einfach abkürzen, als da oben am, durch den Pott zu fahren. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich mit der Karre noch tanken muss. Ich will an der nächsten Haltestelle eben machen. Ich muss gleich mal im Tanken fahren. Weil liegen bleiben wäre voll ätzend. Hallo. Ihr Shuttle Service ist da. Halb voll ist er. Könnte reichen. Halb voll hört sich, glaube ich, noch ganz gut an. Alle Musik von NCS. Auto, warte, oder irgendwas stehen. Halb voll, das könnte noch reichen.
Du bist ja auch im Tourist-Pass. Ich weiß gar nicht, wohin ich mit dem ganzen Geld soll aktuell. Wenn man mal so drauf guckt, ich habe 800.000 oder so. Schon wieder? Was soll ich denn damit machen? Ist doch voll hirnrissig. Nee, da kommt hier relativ zügig auch noch Geld dabei. Ist jetzt ja nicht so, dass ich da keine Ahnung was mitmachen könnte. Auto, hast du eigentlich an deiner Schüssel oder so? Fotze. Also frage ich mich halt, das bringt halt eigentlich gar nichts so schnell, so Geld und so. Da müsste Tourist Bus echt mal ein bisschen hinterherkommen. So ein bisschen, das denke ich mal schadet, oder? Schadet nicht, aber fehlt aktuell so ein bisschen, dass Tourist Pass halt nicht viel hat. Sage ich mal, man kriegt relativ einfach das Geld in den Arsch geschoben. Man kriegt relativ einfach, man verdient relativ einfach Geld. Wenn man die ersten 4 Busse und Fahrer hat, dann, wenn man ab und zu noch mal ein bisschen Touren einfährt, dann bringt das doch schon ganz gut Geld. Bezahlt meine Mitarbeiter ja auch nicht schlecht. Und ganz ehrlich, die könnten auch noch locker mehr verdienen, ohne Probleme. Und das wird mir immer noch nicht schaden. Alter, irgendwas auf der Brille habe ich. Das ist halt so eine Sache, da weiß ich noch nicht, wie ich das umsetze, dass die nicht ganz so viel Geld verdienen. Also nicht ganz so viel ist auch komisch gesagt, aber halt so ein bisschen geregelter das Geld bekommen. Jo, ist klar, Auto. Man muss doch noch immer in so einem Tempo Geld verdienen. Da wäre was los. Hätte wahrscheinlich jeder schon seinen dritten Busbetrieb gegründet. Und dann hat man ja wieder den Fahrermangel. Naja, wie man das halt überall hat. Und wieder der Schirm. Naja. Nein, es gibt Apps, leck mir mal. Wie ein Scheiß gibt's eine App? Minus 4 Grad immer noch. Überlege gerade schon, ob ich die Tourist-Bus-Folgen nicht noch ein bisschen einkürze. Auf 15 Minuten. Weiß ich noch nicht. Ich überlege es mir gerade, weil. Nicht, weil ich keinen Bock mehr drauf habe auf Tourist-Bus, aber halt so ein bisschen so öde hin und her fahren mit nichts, worauf man hinarbeiten kann, ist auch schon etwas langweilig, glaube ich. Ich glaube, ich entscheide mich jetzt nochmal an Tourist-Bus-Folgen jetzt ab heute. Nur noch 15 Minuten folgen, bis mal wieder ein Update kommt und ein bisschen das Spiel frisch gemacht wird oder gegebenenfalls was komplett Neues ans Spiel kommt. Dann ist, denke ich mal, das Erste, was rausfällt. Tourist Pass. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns Freitag wieder zur letzten Folge der Woche. Bis dann, danke, tschüss.